Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur weiteren Folge Elder Scrolls Online Entspannt. Ja, wir sind gerade auf dem Weg, Poetiers Wort verkünden, und das finden diese Priesterleins von Akatosh nicht so lustig. Ich muss sagen, Poetier ist eine Daedra, eine Fürstin der Unterwelt sozusagen hier in Elder Scrolls Online. Und naja, schauen wir mal, was Initiantin Genele zu sagen hat. Fürst Akatosh, der Drachengott der Zeit, bringt Feuer in der kalten Nacht und Licht in die Tiefen der Finsternis. In der Gemeinschaft des Drachen ist auch Platz für euch. Ihr müsst es nur sagen. Der hat fast das gleiche Gesicht wie Isobel. Das Wort ist Poetia. Will meinen Poetia ist besser als Akatosh und die anderen Göttlichen zusammen. Das ist mehr als genug Gotteslästerung für einen Tag. Der Großkantor will ein Wort mit euch wechseln. Leutnant Merviel. Eure üblen Worte werden Folgen haben, Ketzerin. Der Großkantor hat befohlen, dass ihr vor ihn treten sollt. Stimmt etwas nicht? Ob etwas nicht stimmt? Ja, natürlich stimmt etwas nicht. Ihr predigt den frommen Initianten der Gemeinschaft des Drachen die Lügen Boethias. Das kann der Großkantor nicht zulassen. Und ich genauso wenig. Er befiehlt euch, vor ihm in der Kammer der Buße zu erscheinen. Hilfe, so helft mir doch wer. Sie werden mich verschleppen. Kein rechtschaffener Bürger Quatschs würde auch nur einen Finger rühren, um einer Daedra-Anhängerin zu helfen. Und jetzt marsch! Wenn ihr noch mehr Unruhe verbreitet, kann ich nicht für eure Sicherheit garantieren. Oh, wohlan. Statten wir dem Großkantor einen Besuch ab. Dem werde ich was erzählen, ja. Oh nein, okay. Was ist das hier? Leutnant! Wie hat diese Ketzerin den Das Drachengott Wort gelästert? Boethias wurde gepredigt. Blasphemie kennt nur eine Strafe: die Enthauptung. Was? Ist das nicht ein wenig extrem? Ihr wagt es, an Akatoshs Willen zu zweifeln? Im Buch von Akatosh steht nirgends etwas von Enthaupten. Ruhe, Initiantin! Leutnant, vollstreckt Akatoshs Urteil! Hofftest du auf so ein Leben, Joseline? Lerissa, ich hätte es wissen sollen. Ich gehe. Das klingt gut. Zeit zu gehen. Ich weiß zu schätzen, dass ihr nicht alle dort abgeschlachtet habt. Ein heiliges Blutbad wäre ebenso wenig dienlich gewesen wie euer abgeschlagener Kopf. Leider ist Jocelyne genauso schwer zu fassen wie ich. Sie hat sich weggeschlichen, bevor wir eine Chance zum Reden hatten. Dann war das also alles umsonst. Ganz im Gegenteil. Jocelyne ist mit uns geflohen, was bedeutet, dass wir ihr genügend Anlass zum Nachdenken gegeben haben. Ich vermute, sie ist zu einem der alten Akatosh-Schreine entlang des Warenswalds gegangen. Teilen wir uns auf. Falls ihr sie vor mir findet, dann bittet sie höflich, an Ort und Stelle auf mein Eintreffen zu warten. Ich werde bei den alten Akatosh-Schreinen nach eurer Schwester suchen. Vergesst nicht die Schreine entlang des Warenswalds und versucht möglichst wenig Chaos und Blutvergießen zu stiften. Tja, mal schauen. Das kann ich leider nicht versprechen. Ich bin ja eine Schweigende mittlerweile, ja? Die auserwählte Schweigende. Okay. Der Warenswald, da ja, meine Heimat hier oben. Vielleicht ist benannt nach Waren Aquilarius? Muss ich mal mich schlau machen. Es gibt sicher irgendwas Geschichtliches über den Warenswald zu berichten. Warenswall. Okay, fangen wir mal an. So, hier. Wer bist du denn? Bärenlauk. Wohlan, Pilgerin. Seid ihr zum Beten gekommen? Ich bin auf der Suche nach einer Initiantin in der Gemeinschaft des Drachen, eine junge Frau mit braunem Haar. Dann solltet ihr lieber weitersuchen. Ich bin schon fast den ganzen Tag hier draußen, aber ihr seid die erste Seele, die ich treffe. So viele in Quatsch haben die alten Wege vergessen. Sie sind alle so besessen von ihrer riesigen Kathedrale. Sie haben vergessen, was es heißt, wirklich zu beten. Eine Schande ist das. Tja, willkommen in der heutigen Welt. Ja, pass auf dich auf, wir sind ganz böse Minotauren unterwegs, ja? Dann schauen wir auch kurz,
vorbei an der Freistadt. Unserem neuen Zuhause. Oh, schön. Was habt ihr gefunden? Oh, ein bisschen Wehmererz. Hui. Über Stock und über Stein. Hallöchen. Ist das eine Angewohnheit von euch, fremde Leute an Schreinen zu belästigen? Ich suche nach einer Frau mit braunem Haar. Sie ist Teil der Gemeinschaft des Drachen. Diese Eiferer sind das Schlimmste, was Quatsch in 60 Jahren zugestoßen ist. Und ich habe 8 Kriege und die korrupte Herrschaft der Langhauskaiser mitgemacht. Wenn ihr nach mehr von ihresgleichen sucht, hört euch in Quatsch um, statt fromme Leute zu belästigen. Dann betet lieber zu zweit mal weiter. Oh, ein Entwurf. Rot-Vardonischer Topf versiegelt. Ach, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie er ausschaut. Ach, naja. Bisschen Twema-Erz, schadet nie. Ach, das sind diese komischen Kobolde. Naja, im Sauseschritt ganz geschwind. Über Stock und über Stein. Boah. Voll in die Wölfe reingedüst. Okay. Ich wusste, ich würde euch hier finden, Ketzerin. Sterbt! Hey, was ist los mit dir? Der sich uns entgegenstellt. Wer ist sie denn, ey? Ah, da ist das zweite Gewölbe. Okay, muss ich mir merken. Da müssen wir auch noch reinschauen. Aber zuerst brauchen wir Jocelyn. Ah, ein Aussichtspunkt ist hier auch noch. Ich reite jetzt absichtlich beim Nachtschatten vorbei, weil ich bin auf der Flucht vor Wölfen. Okay. Jocelyn. Ihr arbeitet für meine Schwester, richtig? Richtig. Wie habt ihr mich gefunden? Nein, vergesst es. Sagt mir nur, ob ihr hier seid, um zu reden oder um mich zu töten. Wie kommt ihr darauf, dass ich hier bin, um euch zu töten? Oh, nur ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Wie etwa dieser kalte Blick in euren Augen. Oder euer endloses Gerede über die Pracht Boethias. Ist Töten nicht, was eine Jüngerin des Kriegerfürsten am besten kann? Das sind eher der Boethia, okay. Ich versuche doch nur, euch zu helfen. Da wir gerade davon sprechen. Ja, was das angeht. Ich bin mit der Gemeinschaft des Drachen fertig. Wie sich herausstellt, ist Religion wohl nichts für die Frauen aus meiner Familie. Und das gilt ganz besonders für einen irren Kult mit einem mordlüsternen Priester an der Spitze. Wie seid ihr in den Kult des Großkantors hineingeraten? Jetzt graust es mir aber wirklich vor euch. Ich könnte euch dasselbe fragen. Was habt ihr euch denn gedacht, als ihr diesen Unfug über Boethia in Quatsch verbreitet habt? Seid ihr eine Art Daedra, die sich etwas beweisen will? Seid ihr Shiogorath? Was? Ja, ich bin Shiogorath. Ich habe meinen gerissenen Plan... Ihr habt meinen gerissenen Plan durchschaut. Das war wenig überzeugend. Wer hat euch das Lügen beigebracht? Außerdem hat selbst Shiogorath genügend Selbstachtung, um sich nicht in dieses Familiendrama einzumischen. Oh, seht, meine Schwester kommt. Was für eine Überraschung. Ich nehme an, ich sollte jetzt meine Messer wegstecken. Messer? Welche Messer? Jocelyne. Könntest du noch durchschaubarer sein? Meine liebe Schwester, ich wusste, du würdest mich finden. Bist du hier, um mich auch zu töten? Also. Meine Schwester wird gesund und munter. Sie ist erstaunlich ruhig, auch wenn sie wütend darüber ist, was ich ihrem Freund angetan habe. Das lief besser als erwartet. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hätte Großkantor Surus Korruption ohne euch nicht aufdecken können. Gibt es sonst noch etwas, womit ich helfen kann? Das ist lieb, aber ihr habt schon mehr als genug getan. Ihr habt mir geholfen, meiner Schwester die Wahrheit über die Gemeinschaft des Drachen zu enthüllen.
Sie ist jetzt sicher. Und unser Plan ist genau so aufgegangen, wie ich es mir erhofft hatte. Ich hätte Joseline nicht ohne eure Hilfe retten können. Vielen Dank. Sehr gerne. Jedes Mal, wenn du mir hilfst, kommt jemand um. Hättest du mich das nicht selbst regeln lassen können? Mir gefiel nicht, wie wir auseinandergingen, Joseline. Und als ich merkte, was der Großkantor vorhat... Da segelt meine große Schwester zu meiner Rettung herbei. Wieder mal. Sag mir, wie oft hat der Großkantor... Ach, streitet euch doch noch weiter. Ich bin mal weg hier. Diesen Aussichtspunkt. Der nächste Fund für euer Bündel. Beldaburo. Wer lacht denn da so? So irre. Oh. Ein Dachs, wie lieb. Wie findet ihr all das? Unglaublich. Hier ist Beldaburo. Ah, ein Buch. Nicht den Trinkschlauch, ein Buch. Ah. Schön. Was ist denn hier? Ein Eileidengeist. Hoppla. Ja. Schau mal kurz ins Inventar. Was haben wir denn bekommen? Oh, ein mittleres Worms. Wie schön. Das wird gleich ausrüsten. Wow. Schick, schick. Jetzt haben wir 3er Set-Bonus. Gut. Dann haben wir ja noch etwas bekommen, oder? Von Rasmdar. Ah, ein Einhandschwert. Kann man 2 Einhandschwerter auch tragen? Müssen wir mal ausprobieren hier. Wow, ey, schick. Und jetzt haben wir 5er Set-Bonus. Tötet ihr den Feind, erhaltet ihr 30 Sekunden lang 5% Lauftempo und werdet 3 Sekunden lang unsichtbar. Das zusätzliche Lauftempo wirkt bis zu 20 Mal kumulativ. Ist ja nicht schlecht, ey. Ich glaube, da muss ich dann die Einhandschwerter ein bisschen skillen. Das Coole in ESO ist ja, man kann ja alles spielen, was man will. Ja, man muss ja nichts umskillen oder sonst irgendwie. Sollen wir es gleich probieren? Oh oh, ich brauche neue Fähigkeiten, so wie es ausschaut. Mal schauen. Hm, was wohl in diesem Vorratssack da ist? 2 Waffen, denke ich mal. Unruhe. Doppelschnitte. Machen wir mal die Doppelschnitte. Achso, ja, ausrüsten muss ich sie auch noch. Gut. Dann auf geht's. Ne, ist es was anderes, oder? Nicht zu weit weg. Ah ja. Das schaffen wir! Ganz nette. Schaut hier richtig assassinenmäßig jetzt aus. Haha. Irgendwo war da das Gewölbe. Boah, es schaut cool aus. Bisschen schlitzen. Ah, oh, cool. Ich war unsichtbar. Ich war unsichtbar.
Ich hätte doch eine Nachtklinge spielen sollen. Ey. Muss die schneller töten? Ja, ist ja ganz spaßig mit den zwei Schwertern. Die behalte ich jetzt erstmal an. Das Gewölbe ist da unten. Mega cool. Was meint ihr, erwartet uns hinter der nächsten Kurve? Laufen weg. Schade. Naja. Sehr gut. Ach, schaut das toll aus. Irgendwie erinnert es mich an Hochinsel vom Ambiente her, also von der Gegend her. Echt schön. Ja. Das war ja aber cool. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer sehr darüber. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.